jetzt im Verdruck. Mit gut 10 Minuten Verspätung geht es hier dann endlich los im Poststadion. Das große Derby zwischen Hertha BSC und Tennis Borussia. Hertha BSC erkennen Sie an den weißen Trikots, die Tennis Borussen im traditionellen lila-weiß. Ja, 10 Minuten Verspätung, weil der Andrang an den Kassen so groß war, dass doch eine kleine Verzögerungspause entstand. Und es hat hier einigen Aufruhr gegeben bei Verkündung der Mannschaftsaufstellungen. Da fehlt zum Beispiel bei Tennis Borussia der souveräne, routinierte Spielgestalter Marisic. Für ihn ist der eigentlich recht unbekannte Mustafa Kurt ins Spiel gekommen, außer den Libero Greiser auch angekündigt, nicht im Aufgebot. Bei den Herthanern fehlt der eigentlich angekannte Robert Jüttner, der Ex-Borusse, der heute das erste Mal spielberechtigt wäre. Für ihn dabei Bayram Çakal, der Türke, der lange Zeit verletzt war und jetzt zum ersten Mal wieder zum Einsatz kommt. Schiedsrichter der Partie, Sie haben ihn gerade das erste Mal in Aktion erlebt, Bodo Kriegelstein von Rapide Wedding, Berlins neuer Bundesliga-Schiedsrichter, nicht unbeliebt bei den Vereinen, bei beiden Vereinen nicht. In Fachkreisen hat er auch den Spitznamen Kartenstein, weil er oft und gerne gelbe und auch rote Karten verteilt. Jörg Blüthmann für Hertha BSC, auch mit seinem Einsatz war eigentlich nicht zu Alf Fistler. Thorsten Kowitzke. Ja, und da ist der am Ball, Mustafa Kurt. Im letzten Jahr spielte er noch in der A-Jugend von Tennis Borussia ein recht unbeschriebenes Blatt. Und mit seinem Einsatz dürfte Hertha-Trainer Jürgen Sundermann auch nicht unbedingt gerechnet haben. Christian Niebel, einer von drei Charlottenburgern, die zu Saisonbeginn zu Hertha BSC stießen, vom letztjährigen Berliner Meister SC Charlottenburg. Christian Niebel. Roman Geider. Kowitzke und Blüthmann bleibt dann Ballbesitz. Geider könnte jetzt eigentlich mal flanken, ja, zieht den Ball in die Mitte, aber da ist Bernd Stieler, das ist ein selbstverständlich kein Problem für den langen Torhüter, der auch mit Tennis Borussia in der zweiten Bundesliga schon spielte, dort kaum zum Einsatz kam, weil ihm der frühere Kaiserslauterer Reichel vor die Nase gesetzt wurde. Reichel hat sich aber nun wieder nach Saarbrücken abgesetzt und Stieler hütet wieder das Borussentor. Scheunemann, auch er spielte mit den Borussen im vergangenen Jahr in der zweiten Liga. Frank Mischke.
dafür nur Sterbegier. Scheiße. Was sind wir denn? Mustafa Kurt. Ja, der erste Schuss auf das Gehäuse von Hertha Thorwan. Funk, Sie haben selbst gesehen, wo er hingeht, mehr oder weniger in die Wolken. Klaus Funk, er kam ja von Werder Bremen, spielte im letzten Jahr mit den Bremern noch in der Bundesliga, hatte 4 Einsätze insgesamt zu verzeichnen. Sah da aber mit 32 Jahren keine Chance mehr, einen Stammplatz zu erhalten, da eben auch Dieter Budenski das Torwartdenkmal an der Weser seinen Vertrag noch verlängerte und außerdem der frühere Junioren-Nationaltorhüter Oliver Reck geholt wurde. Und jetzt will er eben mit den Herthanern den Sprung in die zweite Bundesliga schaffen. Und das Foul an Peter Lohntins. Auch Lohntins spielte im letzten Jahr noch in der Bundesliga. Wer kennt ihn nicht? Den kleinen, quirligen Rechtsaußen von Bayer Uerdingen. Berühmt für sein Spiel damals gegen Bayern München, als er ein Tor erzielt, ein wunderschönes Tor und dann dreimal hintereinander um die Fahnenstange der Eckfahne lief. Nun die Herthaner, sie hoffen natürlich, dass Lohntins auch hier in Berlin genug Grund haben wird, solche Jubelszenen zu veranstalten. Ja. Blüthmann und Gubitzke da. Gubitzke zieht ab, der Ball bleibt in der Abwehrmauer der Borussen hängen und Lohntins noch einmal. Kriegestein pfeift für die Borussen ab. Ja, recht hektisches Spiel doch jetzt in der Anfangsphase hier im Schlagerspiel der Berliner Oberliga zwischen Tennis Borussia und Hertha BSC. 7,5 Minuten sind gespielt, nennenswerte Torchancen gab es noch auf keiner Seite. Doch die Herthaner, ich glaube, das kann man schon nach diesen ersten Minuten sagen, sie sind bemüht, hier Feldüberlegenheit zu gewinnen, sind weitaus öfter im Angriff als die Borussen. Aber viel herausgekommen ist bei dieser Überlegenheit bisher noch nicht. Jelko Misic. Mustafa Kurt hat erstaunlich viele Ballkontakte in dieser Anfangsphase. Stanley macht wieder Scherben. Vogler und Jürgen Schulz. Die Säule im Spiel der Borussen, auch er trug im letzten Jahr noch das Trikot des Berliner Meisters SCC. Wechselte dann aber zu jenem Verein, von dem er einst auszog, die Fußballwelt zu erobern, zurück zu Tennis Borussia. 2 Jahre lang schon spielte er mit den Borussen in der Bundesliga, aber jetzt wieder die Herthaner im Angriff. Blumberger schlecht in den Rücken von Gubitzke gespielt und der hat Glück, dass ihm Frank Mischke da völlig unnötig zu Fall bringt. Freistoß, eine ganz gute Position, 20 Meter vor dem Tor. Das wäre eigentlich eine Entfernung, meine Damen und Herren, für Christian Sackewitz, den Denker und Lenker im Spiel der Hertha. Nur, Sie werden das alle wissen, Christian Sackewitz darf hier heute nicht dabei sein. Er sitzt auf der Tribüne, er ist gesperrt worden für eine Unsportlichkeit an einem Linienrichter im Spiel gegen Tasmania 73, das ab 3:3 damals endete. Diese Woche und nächste Woche ist er noch gesperrt. Ja, und das war die größte Torchance bisher für Hertha BSC. Diese unfreiwillige Rückgabe von Gerald Scheunemann, mit der Torhüter Stieler jedoch keine Probleme hatte. Roma
Hermann Geider. Ja, Freud und Feind verfehlen dann den Ball. Auf der rechten, linken Seite hatte niemand aufgepasst. Keiner hatte die Seite gehalten. So, die Borussen wieder im Angriff mit Jürgen Schulz. Ja, die Akteure, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, sie haben Probleme mit dem Rasen hier im Poststadion. Das ist so ein Problem hier. Der Rasen hier im Poststadion wird allzu gerne von Maulwürfen heimgesucht und es hat eigentlich noch kein Platzwart geschafft, diese Plage abzustellen. So, wenn hier ab und zu Stockfehler vorkommen, so mögen Sie den Akteuren das nachsehen. Es ist zum Teil auch der Rasen. Thorsten Schlumberger. Jawoll! Kraftschick. Das müsste Eckstoß geben. Nein, Kriegelstein entscheidet auf Abstoß. Vom Tor von Bernd Stieler, vom Tor der Tennis-Borussen. Das hat wehgetan, dieses gestreckte Bein von Jörg Rohnke gegen Jörg Blüthmann. Ja, sicher. Garantiert was auf Sie brauchen. Ja, und hoffentlich ist da nichts passiert, meine Damen und Herren. Das sah nicht gut aus. Achtet bitte eine Durchsage für Herrn Hans Merkel. Immer anders. Ach so, ja. Alle nehmen Geräusche von der Rutsche. Tötet, wenn der Rutsche. Aber nein, Jörg Blüthmann kann weiterspielen. Der Schlag gegen Schienbein war doch nicht so schlimm, wie er vielleicht im ersten Augenblick aussah. Und die Herzaner im Ballbesitz. Freistoß Geider. Gefährlich vors Tor. Ja, und das war das 1:0 für Hertha BSC. 12,5 Minuten gespielt und der kleinste Mann im Dress der Hertha, das Finjes Krawczyk, der aus Polen zur Berliner Hertha stieß, er erwischt diesen Kopfball. Ja, das darf natürlich nicht passieren. In der Abwehrreihe, in der mit Scheunemann und Misic doch so große Leute gehen, stehen, dass der kleine, vielleicht 1,70 Meter große Spinjev Krawczyk da an den Ball kommt, dann sei es drum. Er hat es geschafft, 1:0 für Hertha BSC nach 12,5 Minuten. Ja, und jetzt müssen die Borussen kommen, jetzt müssen sie ihre Defensivhaltung noch etwas aufgeben, müssen etwas mehr für das Spiel tun, wollen sie hier nicht in Gefahr geraten, zu früh auf die Verliererstraße zu kommen. 1:0 Schumberg und wieder Kraftcheck auf der rechts, auf der Linksaußenposition. Ja, Schiedsrichter Kriegelstein entscheidet auf Abstoß. Und Bernd Stieler führt selbst aus. Hebt er die Hand, aber braucht gar keine Hand sein. Jürgen Schulz. Frank Mischke. Kurt. Verzeihung, Öztürk. Tilko Misic. Ja, es läuft bei den Borussen noch nicht allzu viel zusammen. Es fehlt ein bisschen das raumgreifende Spiel in dieser ersten Viertelstunde. Es wird sehr viel klein-klein auf engstem Raum gespielt. Und das sieht noch nicht sehr erfolgversprechend aus. Kurt. Liebe klärt Öztürk. Kurt Meyer klärt mit befreiendem Schlag auf Kraftschick. Fistler. Schlumberger. Kraftschick. Čelko Misic. Ja, das dauert ein bisschen lange alles bei den Borussen. Marion Mietig jetzt
Ja, und wen soll er anspielen? Raumgewinn mehr oder weniger null. Mehmet Öztürk. Ja, und das sah doch gefährlicher aus, als es eigentlich war. Klaus Funk hatte die Situation erkannt, wusste, dass der Ball über sein Tor gleiten würde und brauchte dann nicht einzugreifen. Ja, eine Viertelstunde jetzt gespielt hier im Poststadion vor, na, ich würde mal sagen, 8000 Zuschauern vielleicht, die Ränge gut besucht. 1:0 führt Hertha BSC durch dieses Kopfballtor von Zbigniew Krawczyk mit der Nummer 11 und die Hertha wieder im Angriff. Thorsten Kubicki, Heiko Meyer, der ebenfalls Bundesliga erprobte Libero und Peter Lohentins. Ja, ein Missverständnis mit Schlumberger und jetzt könnten die Borussen vielleicht einmal schnell kontern. Öztürk, Mietig. Ja, sauber geklärt von Çakal. Freistoß für die Borussen. Scheunemann. Misic. Jürgen Schulz. Einwurf für die Hertha. Schulz. Andreas Vogler auf seinen Sturmkollegen Helge Brandt. Gegen das Außennetz. Klaus Funk, er bestreitet ja ebenso wie Peter Lohentins sein erstes Oberligaspiel für die Hertha, war nach seiner Reamateurisierung bis zum 1.10. gesperrt. Weilte schon am vergangenen Wochenende mit der Berliner Auswahl zum Länderpokal in Lübeck, unterlag dort mit 0:1. Jetzt die Borussen. Kurt. Brandt läuft mit, Kurt macht's alleine. Ja, und dieser Pass in die Gasse kam viel zu spät, natürlich viel zu ungenau dazu. Damit konnte Helge Brandt beim besten Willen nichts anfangen, so dass die Hertaner jetzt wieder am Ballbesitz sind. Lütmann, ja, das sind natürlich technische Schwächen, die eigentlich nicht passieren dürfen, die die Borussen dann wieder in den Ballbesitz bringen. Freistoß jetzt in halblinker Position. Jörg Runke. Scheunemann. Çakal dazwischen. Jürgen Schulz wechselt die Seite hinaus auf rechts zu Čelko Misic. Mietig. Blütmann klärt vor Rohend, gesetzt nach. Lang auf die Linie zu Lohentins, aber Mischke ist vor ihm am Ball. Klärt zum Einwurf. Kowitzke. Wieder Lohentins. Heiko Meyer. Fissler. Christian Nebel. Ein langer Ball von Scheunemann auf Brandt, der kommt auch an, setzt sich da durch im Strafraum, aber Meyer klärt in letzter Sekunde. Doch die Borussen bleiben am Ball, ja, und das sah auch nicht nett aus, was der Thorsten Schlumberger, der harte Kapitän, da gemacht hat. Dieses gestreckte Bein, kurze Unterredung mit Schiedsrichter Kriegelstein. Aber er lässt es wohl bei der Ermahnung bewenden, nach diesem Tritt von Schlumberger gegen Mietig, der sich auch wieder heben kann.
und sich bestimmt nicht wehgetan hat. Tja, da sind vielleicht 25 Meter zum Tor. Der Frank Mischke schießt direkt. Abgefälscht noch von Meier, aber kein Problem für Klaus Funk. Der den Ball sofort zurückerhält und jetzt wahrscheinlich lang weit in die gegnerische Hälfte, in die Hälfte von Tennis Borussia abschlagen wird. Ja, Abseits von Brandt. Ja, und da sollte der Helge Brandt vorsichtig sein bei Schiedsrichter Kriegelstein. Der lässt sich solche Sachen, dieses unnötige Wegschlagen des Balles, wenn schon gepfiffen ist, eigentlich nicht entgehen und belohnt solche Kleinigkeiten gerne mit gelben Karten. Da sollte er vorsichtig sein. Scheunemann. Vielleicht einmal auf die linke Seite hinaus wechseln. Nein, er versucht es durch die Mitte und da stehen die Hartaner dicht mit Libero Meier und Schlumberger im Gegenangriff. Misic. Jürgen Schulz, hinaus wieder zu Misic, auf die rechte Seite. Und die Hertha im Ballbesitz durch Schlumberger, langer Ball, aber da kann der Zbigniew-Krawczyk natürlich nicht herankommen. Da hatte der Gerald Scheunemann satte 10 Meter Vorsprung und die lässt er sich natürlich nicht nehmen. Und Frank Mischke. Kurt verliert den Ball an der Mittellinie, Mischke wieder im Ballbesitz zu Öztürk. Gut gemacht. Blüthmann schön an Öztürk vorbeigezogen und spielt natürlich viel zu spät in die Gasse zum Peter Lohentins. Ja, und Kriegelstein pfeift für die Borussen. Einwurf. Ja, da nutzt alles Gepfeife nichts von den unmutigen Zuschauern. Die Borussen weiter im Ballbesitz mit Kurt. Ja, und die Ja, ich wollte gerade sagen, die technischen Fehler bei dem jungen Mustafa Kurt, 18 Jahre alt, gerade aus der A-Jugend gekommen, die häufen sich jetzt doch. Vielleicht kommt dieses Spiel vor dieser Kulisse gegen diesen Gegner doch ein bisschen zu früh für ihn. Gowitzke. Kurt. Jung Schulz sieht auf der linken Seite Mehmet Öztürk. Schulz. Schön, Junge. Ja, und dieser Schuss von Scheunemann aus nach 35 Metern vielleicht. Er hat wohl selbst mehr oder weniger nicht damit gerechnet, dass das zu einem Erfolg führen könnte. Sein Fehlschuss gibt nun der Hertha wieder Gelegenheit aufzubauen. 25 Minuten gespielt mittlerweile im Poststadion vor vielleicht 8000 Zuschauern. Immer noch führt die Hertha 1:0 durch diesen Kopfballtreffer von Zbigniew-Krawczyk. In der 13. Minute. Gowitzke verliert an Mietig, aber sehen Sie selbst, dieser Pass dann zu Schulz, aber Schulz behält das Leder. Hinaus zu Helge Brandt. Lucky! Lang die Flanke auf Čerko Misic, Arbeiter der Jugoslawe im Borussendress, kann da nicht herankommen. Abstoß. Ab.
Heiko Meier. Schlumberger. Kurt. Mietig auf Vogler. Vogler im Zweikampf mit Charker. Aber der Junge, der 21-jährige Herr Turner, der Türke im Hertha-Dress, schlägt sich bisher ausgezeichnet in seinem ersten Spiel in der Oberligamannschaft nach langer Verletzungspause. Geider. Ja, schlecht gespielt von Blüthmann auf Geider, aber der behält den Ball. Alf Fistler. Und wieder Geider. Und der hat einen... Ich wollte gerade sagen, der verfügt über einen gewaltigen Schuss, der Roman Geider. Nun, er hat es zumindest angedeutet in dieser Situation. Ja, gestrecktes Bein von Schlumberger gegen Mietig. Völlig richtige Entscheidung von Bodo Kriegelstein. Freistoß. Scheunemann. Schulz verliert an Fistler und der hat eine freie Bahn auf der linken Seite. Ja, schade, sicherlich schön gedacht, aber natürlich viel zu steil dieser Pass auf Lorentins. So dass die Borussen wieder im Ball sind. Schade, das war eigentlich eine schöne Gelegenheit für die Hartaner zum schnellen Kontern. Ja, und das sah eben auch nicht gerade schön aus, was der Mehmet Öztürk da gemacht hat. Und Bodo Kriegelstein zeigt ihm für dieses Foul, für diese Grätsche gegen Thorsten Schlumberger die gelbe Karte, die zweite bereits in diesem Spiel. Gespielt. Ja, aber der gute Thorsten Schlumberger hat heute nicht seinen besten Tag erwischt aus solchen Situationen. Da hat er schon einmal mehr gemacht. Die Borussen jetzt wieder im Angriff mit Helge Brandt. Der verliert den Ball da. Nein, da kann der Schiedsrichter schlecht eine Abseitsposition pfeifen. Eigentlich der Ball wurde vom Gegner gespielt. Ja, und zu Recht ärgert sich der Peter Lohentins da. Ja, das ist Schuld natürlich vom Linienrichter, der die Fahne oben hatte. Schiedsrichter Kriegelstein blieb dann natürlich nichts anderes übrig, als zu pfeifen. Aber ich meine, das war eine Fehlentscheidung. Ja, Freistoß für die Borussen, 20 Meter von dem Kopf, schnell ausgeführt auf Brand, aber der Linienrichter hat die Fahne oben. Selbst wenn dieser Ball also ins Tor gegangen wäre, dem Treffer wäre die Anerkennung verwehrt worden. Klare Abseitsposition von Helge Brandt hat diesen schnell ausgeführten Freistoß von Jürgen Schulz auf den ehemaligen SCCer, auf den Blondschopf, der übrigens früher auch schon in der Schülernationalmannschaft den DFB-Dress trug, lange Zeit beim SSV spielte. Ein Jahr beim SCC im letzten Jahr, wo dort wegen zahlreicher Verletzungen nicht so recht zum Zug kommt und jetzt hier bei Tennis Borussia unter Trainer Adolf Lehm eigentlich eine sehr gute Rolle spielt. 5 Tore hat er bereits in der laufenden Saison geschossen, ist damit erfolgreichster Torschütze seiner Mannschaft. Ja, recht vielversprechende Entfernung jetzt für die Borussen. Thorsten Gubitz, für die Hartaner natürlich. Thorsten Gubitz steht da am Ball. Dieses absichtliche Handspiel von Bayram Çaka, das muss natürlich die gelbe Karte geben. So ist dem dann auch schwer zu bleiben.
da hätte er vielleicht auch eine 10-minütige Zeitstrafe aussprechen können. Sei es drum, die Borussen weiter im Angriff mit Kurt. Das ist natürlich Öztürk. Die beiden sehen sich ziemlich ähnlich, haben zudem mit 6 und 8 noch ziemlich ähnliche Rückennummern. Jetzt hier am Ball, das ist der Mustafa Kurt. Kraftschick, der Torschütze. Verliert da das Leder an Čeko Misic. Das ist vielleicht die Gelegenheit für die Borussen. Helge Brandt. Was macht er? Lässt Christian Niebel stehen, aber Funk ist rechtzeitig im bedrohten Eck. Ja, der Helge Brandt gefällt mir eigentlich bisher ganz gut. Der sicherlich gefährlichste Angreifer der Borussen. Von Andreas Vogler. Da ging es ja noch nicht zu viel. Ja. Der zweite schwere Fehlpass von Kraftschick innerhalb 30 Sekunden, aber wiederum wissen die Borussen daraus kein Kapital zu schlagen und wieder Kraftschick am Ball. Schlumberger. Geht das Spiel rüber, jawohl! Oh, ein Schüsschen, Mensch! Ja, da hat der gute Thorsten Gewitzke den Ball nicht richtig getroffen und gibt somit den Borussen Gelegenheit, erneut anzugreifen. Kurt. Vogler. Ab. Schön geklärt von Geider. Christian Niebel. Fehlpass von Meier. Ja, ich weiß nicht, ob wir das alles, was wir hier an technischen Unfertigkeiten und Fehlpässen sehen, auf den schlechten, vom Maulwurflöchern übersäten Rasen schieben können. Irgendwas muss da auch bei den Spielern liegen. Niemand kann hier einspielen. Geider. Freie Bahn auf der rechten Seite. Hoch hinein. Schlumberger kommt nicht an den Ball. Schulz. Misic. Ja, 32 Minuten gespielt mittlerweile. Das Spiel ist offener geworden, nachdem die Herthaner doch noch bis die erste Viertelstunde doch das Spiel eigentlich im Griff hatten, dann das frühe Führungstor machen, die Borussen dadurch gezwungen waren aufzumachen. Ja, und jetzt haben die Charlottenburger zumindest ausgeglichene Spielanteile erreicht. Schulz. Ja, unter die Latte drischt der TB-Senior das Leder da von der Strafraumgrenze. Schade, das wäre ein Treffer wert gewesen. Fasst sich da an den Kopf, kann es selbst kaum fassen. Ja, da haben die Herthaner Glück gehabt. Das war die erste große Torchance für die Borussen durch Jürgen Schulz. Die Seele im Spiel der Tennis-Borussen. Ja, und ihm, dem Fußballer des Jahres in Berlin 1985, ihm wäre eigentlich ein Treffer zu gönnen gewesen. Schlumberger. Geider. Gowitzke legt sich den Ball wieder zu weit vor. Mietig. Oh. Ja, und bei dem Thorsten Schlumberger häufen sich diese kleinen, versteckten, zum Teil aber auch sehr ungeschickten Fouls jetzt. Schon wieder ein Tritt gegen Mietig. Verzeihung. Vogler setzt sich da durch. Ja, und das gibt Eckball natürlich. Immer mit den Lieblingsmannschaften hier. Thank you.
Und Eckball für die Borussen durch Jelko Misic von der rechten Seite. Ja, und alle Spieler jetzt bis auf TB-Torhüter Bernd Stieler und Mustafa Kurt in der Hälfte der Hertaner. Doch was dann herauskommt bei diesem Eckball, das lohnt diesen Aufwand eigentlich nicht. Klaus Funk kann lang abschlagen in die Mitte des Spielfeldes, aber die Borussen wiederum im Ballbesitz durch Jörg Rundke. Rundke auch. Ja, da greift ihn nämlich keiner sehr ernsthaft an, aber dann, was dann die Hertaner nicht schaffen, das macht er dann selbst. Er spielt sich selbst aus. Und dadurch wieder die Hertaner am Angriff. Geider. Schlumberger. Wildmann. Schlecht, Wildmann. Ja, und das sollte wohl auch kein Torschuss sein, was der Roman Geider da eben gemacht hat. Er wollte wohl den Ball gefühlvoll in die Mitte heben und das ist ein wenig misslungen. So, die Tennisborussen jetzt wieder im Angriff mit Jelko Misic da auf der rechten Seite. Mario Mietig. Könnte jetzt flanken. Nein, aber das war eben der berüchtigte Haken zu viel. Es gibt wieder Abstoß vom Tor der Hertaner. Heiko Meier. Ja, ist ein bisschen wenig Bewegung jetzt im Spiel. Die Hertaner geben sich mit dieser 1-0-Führung wohl zufrieden, wollen diese Führung in die Pause retten und die Borussen, ja, sie machen einfach zu wenig, um daran etwas zu ändern, um eventuell den Ausgleich zu schaffen. Ja, böses Foul jetzt von Mehmet Öztürk am Jörg Blüthmann. Aber Schiedsrichter Kriegelstein, ansonsten wie gesagt, als Kartenstein bekannt, als ein Mann, der gerne gelbe Karten verteilt. Er belässt es hier bei einer Ermahnung für den Türken im Borussendress. Geider. Abstoß. Das ist der Chef Orion, ja? Chef ist egal. Ja, Schulz schön auf die linke Seite zu Öztürk. Ja, aber das ist natürlich kein Problem für Klaus Funk, der sofort abwerfen kann auf Christian Niebel. Ja, da hat er gedrückt, hat er mit dem Hinterteil geschoben. Allzu offensichtlich. Schiedsrichter Kriegelstein, wie gesagt, seit dieser Saison auch in der Bundesliga aktiv, hat das natürlich gesehen. Und die Borussen im Ballbesitz mit Misic auf der rechten Seite. Setzt sich dadurch auf Jürgen Schulz. Vogler. Ja, aber dieser Kopfball, der war nicht kraftvoll genug angesetzt, da ist er nicht richtig hochgestiegen, hat den Ball nicht richtig mit der Stirn getroffen. Somit wieder Abstoß vom Tor der Hertaner, vom Tor von Klaus Funk. Der lässt sich natürlich Zeit, möchte dieses 1-0, diese wichtige 1-0-Führung natürlich gerne in die Pause retten. Geider jetzt. Heiko Meier. Schlumberger, aber den Ball konnte er natürlich nicht mitnehmen. Die Borussen jetzt wiederum im Angriff mit Mustafa Kurt. Frank Mischke. Ja, und der Peter Lohndienst ärgert sich da ein bisschen. Aber ich glaube, da kann man dem Bodo Kriegelstein, dem Schiedsrichter, schon recht geben.
wenn er nach dieser Aktion auf Freistoß für die Borussen entscheidet. Jürgen Schulz. Vogler. Ja, der Andreas Vogler, im letzten Jahr noch beim VfB Neukölln aktiv. Der hat bisher gegen den Bayram Çaka so gut wie gar keinen Stich gesehen. Macht sich sehr gut. Der Türke im Dress der Herthaner da als Manndecker gegen Andreas Vogler. Kraftschick. Schlumberger. Rüber! Schön in die Gasse gespielt auf Lohentins. Keiner da. Ja. Und wer den Pass kriegen sollte, das war wohl auch für immer ein Geheimnis des Ex-Oerdingers bleiben. Lüthmann. Im Duell mit Jörg Rundke. Und holt immerhin einen Einwurf heraus. Naja, Roman schläft jedes Mal. Der pennt und pennt und pennt. Ich weiß nicht, was der macht. Aber Junge, Junge, Junge. Geider. Lüthmann, und der müsste jetzt mal etwas früher flanken. Nein, lässt sich da wieder auf ein Dribbling ein. Behält sogar den Ball. Nein. Ja, aber das ist dann doch immer der berühmte Haken zu viel vom Jörg Lüthmann. Auch wenn er jetzt eine Ecke herausholt, eine Flanke, hätte da wohl mehr herausholen können. Torsten Kowitzke. Minute. Jetzt ist das fast schon die 44. 2:0 für die Hertha, so kurz vor der Halbzeit. Das ist natürlich eine wertvolle Führung und die Borussen, sie sind natürlich etwas konsterniert. Ja, 2:0, zwei Kopfballtore. Das erste von Kraftschick in der 13. Minute, in der 43. Minute. Jetzt das 2:0 durch Peter Lohentins, dem Bundesliga-Star, der bis dato eigentlich nicht besonders aufgefallen war, jetzt aber wieder im Ballbesitz. Ja, da hätte er wohl doch lieber auf die rechte Seite zum Jörg Lüthmann gespielt, als da in die Gasse, in die linke Gasse auf Thorsten Schlumberger. Und die Borussen im Angriff. Ja, so ein 2:0, so kurz vor der Halbzeit, das ist natürlich ein Schock für die Tennis-Borussen. Und Scheunemann holt immerhin einen Eckstoß heraus. Ja, eine Minute jetzt noch zu spielen in der ersten Halbzeit hier im Poststadion in der Oberliga-Schlagerpartie zwischen Hertha BSC und Tennis-Borussia. 2:0 führen die Herthaner. Eckball durch Misic. Und Niebel klärt, ja, diesen 2:0 Vorsprung, den werden die Herthaner wohl zumindest bis in die Pause hineinschaukeln können, wenn nicht sogar über die gesamten 90 Minuten hinweg, denn ich weiß nicht, wie sie es gesehen haben, allzu gut sah mir das da, was die Borussen im Angriff produziert haben, nicht so aus. Dieser eine gefährliche Schuss von Jürgen Schulz an die Unterlatte, der hätte natürlich das 1:1 bringen können, dann würde es jetzt... Ja, und die gelbe Karte für Thorsten Schlumberger. Ja, das mag in dieser Situation vielleicht ein bisschen übertrieben klingen, aber der Thorsten Schlumberger, er hatte sich... Vogler.
Ja, und zum Pferd. Ja, ich wollte gerade sagen, der Thorsten Schlumberger hat sich vorher schon einige kleine hässliche Fouls geleistet. Und vielleicht war es dieser Tritt eben nur, der das fast zum Überlaufen brachte. Die gelbe Karte. Der Hertha-Kapitän wird sie verschmerzen können. Die letzten Sekunden jetzt hier. Vogler. Thorsten. Und das gibt's doch gar nicht. Jörg Rohnt geschafft es nicht, aus einem Meter das leere Tor zu treffen. Das darf doch nicht wahr sein. Schön hatte sich der Andreas Vogler durchgesetzt, traf dann nur den Pfosten. Und Jörg Rohnke, den abfallenden Topf, ja, Torhüter Funk tröstet ihn, aber sowas darf natürlich nicht passieren. Aus einem Meter das leere Tor. Ja, wer solche Chancen nicht verwertet, der darf sich dann auch nicht wundern, wenn er hier zur Pause 0:2 zurückliegt. Da war der Pfiff von Schiedsrichter Kriegelstein. 2:0 für Hertha BSC durch zwei Kopfballtreffer von Zbigniew Krawczyk in der 13. Minute und in der 43. Minute das 2:0 durch Peter Lohentins. Ja, die große Ehre, den ranghöchsten Politiker Berlins hier vor der Kamera zu haben, Eber Diepken. Ich bedanke mich erstmal, dass Sie gekommen sind, dass Sie bereit sind zum Interview. War ja vorhin ein bisschen komisch, dass alle Leute bei Ihrem Namen da anfingen zu buhen. Fand ich nicht so besonders gut, weil ich der Meinung bin, in Ihnen haben wir eigentlich einen sehr guten Berliner Spitzenpolitiker. Das wollte ich also jetzt ganz persönlich mal sagen, so als kleinen Trost wegen vorhin. Das war auch, das ist gar nicht zu trösten. Erstens war es gar nicht so, sondern wenn das einer macht, gehört das immer dazu. Zweitens, Politiker sind beim Sport, ja, die sollen ihren Kopf nicht überall reinnehmen, um da irgendwas Besonderes zu machen. Also das ist alles nicht so tragisch. Gut. Eine andere Sache hier zum Poststadion. Ich hatte mit Herrn Hinderberger mal beim Pfingstturnier vom HC Tiergarten drüber gesprochen. Da hieß es, das Poststadion wird renoviert. Wird es nun renoviert oder wird es nicht renoviert? In der Zeitung steht drin, mal, ja, es wird renoviert, dann heißt es, wie ist kein Geld da. Was passiert nun wirklich? Also die Absicht des Senats ist es, dass das Poststadion renoviert wird. Man kann es sogar anders formulieren, dass es praktisch völlig neu wieder aufgebaut wird. Als ein Stadion für etwa 22.000 Zuschauer mit zwei Tribünen und mit auch einer Leichtathletikanlage, die den modernen Ansprüchen gerecht wird. Und außerdem einer entsprechenden elektrischen Anlage, also Licht- und Trainingsmöglichkeiten auch in den Abendstunden. Dennoch die letzte Frage, dann lasse ich Sie wieder in Ruhe, damit Sie sich wieder zurückziehen können. Sie sind ja mit Ihrer Tochter hier. Wie ist es eigentlich als regierender Bürgermeister? Sie waren in Amerika. Sie müssen überall hin, überall müssen Sie präsentieren. Sie müssen auch bei so einer Veranstaltung anwesend sein. Gibt es da irgendwo Ärger mit der Familie? Na, übrigens, überall muss man nicht. Also zu so einem Fußballspiel wie heute muss man nicht unbedingt hin. Ja. Es ist natürlich bei einem Amt wie dem meinen manchmal schwierig, das alles miteinander in Verbindung zu bringen. Also Amtspflichten und familiäre Aufgaben, die man auch hat. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man die Pflichten nicht ganz zusammenbringen kann, sondern es ist immer nur ein ständiges Bemühen. Ich bedanke mich und lasse Sie jetzt auch wieder in Ihren Privatbereich zurück. Danke. Vielen Dank. So, das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit von Schiedsrichter Kriegelstein hier im Oberligaschlager Hertha BSC gegen Tennis Borussia. Die Herthaner ganz in Weiß, jetzt von rechts nach links. 2:0 führen sie nach Treffern von Zbigniew Krawczyk in der 13. Minute und dem 2:0 von Peter Lohentins in der 43. Minute. Im Angriff jetzt aber die Borussen mit Mario Mietig. Meier klärt am Boden, allerdings auf Kosten eines Freistoßes. 25 Meter Entfernung, ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Frank Mischke legt sich den Ball da zurecht. Ja, und jetzt sind sie alle hinten, bis auf Mustafa Kurt und Bernd Stieler, den Torhüter der Tennisborussen. Alle Feldspieler, alle Spieler in der Hälfte der Herthaner. Mischke. Ja, es war doch ein guter halber Meter, der da fehlte am 1:2. Und dieses 1:2, ja, Sie haben es gesehen, kurz vor Halbzeit, das hatte der Jörg Rohnke auf dem Fuß. Einen Meter stand er vor dem Tor, vor dem leeren, verlassenen Tor, nach einem Pfostenschuss von Andreas Vogler und schaffte es noch, die Kugel am Tor vorbeizubekommen. Du kannst doch gegen Vorschussbeschlüsse nichts machen. Ja, ein 1:2 oder gar ein 1:1 wäre dem Spielverlauf nach eigentlich mehr angebracht. Die Herthaner, sie machten in der ersten Viertelstunde gehörig Dampf, erzielten dann das 1:0, ließen von da an die Züge schleifen. Die Borussen kamen immer stärker auf.
hatten dann auch diese Torchance durch Jürgen Schulz, dieser Lattenknaller, dieser Unterlattenknaller von der Strafraumgrenze. Das hätte das 1:1 sein können, ja vielleicht sogar sein müssen. Dann das 2:0, das überraschende 2:0 von Peter Lohentins nach Kopfballablage von Gowitzke. Tja, und so steht es jetzt immer noch 2:0 anstatt vielleicht 1:1 oder 2:1, was den Borussen, der Leistung der Borussen sicherlich eher entgegenkommen würde. Blüthmann. Weiter Blüthmann. Auf der rechten Seite läuft Geider mit, aber Blüthmann versucht es alleine gegen zwei Tennis-Borussen. Ja, und holt immerhin einen Eckball heraus. Roman Geider war da auf der rechten Seite mitgelaufen. Vielleicht hätte der Jörg Blüthmann doch zu ihm hinausgeben können. Die Möglichkeit, eine erfolgsversprechende Flanke zu fragen, wäre da doch weitaus größer gewesen. So, aber Eckball, Thorsten Gowitzke. Brand. Vogler läuft mit, völlig allein. Im Zusammenspiel Brand Vogler. Helge Brand. Vorbei an Schlumberger. Niebel, ja, aber das dauert dann doch ein bisschen zu lange. Jetzt hat er die Seite gewechselt auf den Mehmet Öztürk. Der zieht ab. Da hat der Christian Niebel seinen Kopf dazwischen, das muss ganz schön gebrummt haben im Schädel. Er verursacht damit einen Eckstoß. Den Öztürk ausführen wird. Misic. Fitzler wirft sich dazwischen, Einwurf für die Borussen durch Scheunemann, hier auf der rechten Seite. Ja, die zweite Halbzeit, sie fängt so an, wie die erste aufgehört hat. Wütende Angriffe der Borussen, die mit diesem 0:2 natürlich nicht zufrieden sind, nicht zufrieden sein können. Nur im Abschluss, da fehlt es dann halt auch diese Flanke, sicherlich gut gemeint von Jürgen Schulz, sie landet in den fangbereiten Armen von Torhüter Klaus Funk. Kurz. Nö. Schulz hatte ich hinten reingestellt. Denn da ist ein Start. Kurt. Ja, Misic. Ja, der Ball von Kurt etwas zu kurz gespielt. Kraftschick kann erklären. Zum Einwurf. Macht das im Torwart jetzt dann auf freie Thorsten Schlumberger hat heute keinen guten Tag erwischt. Leitet auch mit diesem Fehlpass, mit diesem missglückten Dribbling einen Gegenangriff der Borussen ein. Vogler. Aber nie bekannt klären. Unter dem Ball bin. Thorsten Gowitzke, das sieht alles ein bisschen planlos aus, was die Hertha, der angeblich so große Meisterschaftsfavorit im Augenblick, veranstaltet. Die Borussen, sie sind schlichtweg besser im Augenblick. Scheunemann. Ja, Missverständnis mit Andreas Vogler. Und hier auf der Aschenbahn unten macht sich jetzt Detlef Schorbach warm. Schorbach, er spielte wie Mustafa Kurt im letzten Jahr noch in der A-Jugend der Borussen. Ein Mann auffallend, vor allen Dingen durch seine lange blonde Mähne. Aber auch ein brillanter Fußballer. Okay, so was richtig, Heiko. Und zurück. Mit viel Geschick am Ball. Pistler.
Schlumberger. Ja, da spielt er dem Thorsten Gubitzke den Ball aufs Schienbein aus dieser Position. Es ist nicht der Thorsten Schlumberger, den die Berliner Fußballfreunde kennen, den sie schätzen. Brandt. Setzt sich da durch, schönes Dribbling. Und Heiko Meier kann klären. Ja, die Stürmer, die sind unfähig. Helge Brandt, ich muss sagen, der Stürmer, der mir hier im Poststadion bisher am besten gefällt. Antritt schnell, trickreich. Logisch. Nur der Erfolg eben ist bisher auch ihm versagt worden. Ja, Foul von Kraftschick da an Čeko Misic. So jedenfalls hat es Schiedsrichter Kriegelstein gesehen. Ja, und jetzt kommt die Auswechslung, die ich bereits andeutete. Ins Spiel kommt Detlef Schaubach. Heraus kommt Mehmet Öztürk. Mehmet Öztürk, der junge Auswahlspieler, der U23-Auswahlspieler, der im letzten Jahr noch beim Spandauer BC spielte, der seine große Form heute sicherlich auch nicht erreicht hat. Auf der linken Seite für ihn jetzt Detlef Schaubach im Spiel. Ja, da ärgert sich der Helge Brandt, dass ihm der Vorteil da abgepfiffen wurde. Nur ändern kann er es eben auch nicht mehr. Freistoß für die Borussen, da außerhalb linker Position. Jörg Rohnke. Oh, schlechte Abwehr von Fistler. Misic. Ja, missglückter Hackentrick da auf Schaubach. Bring ihn doch mal und helf doch mal. Ja. Schweinemann. Bravo! Lohntins. Teil Blüthmann. Aber Kurt klärt. Ja, der Mustafa Kurt, dieser 18-jährige junge Mann, hat meine anfängliche Skepsis also voll und ganz widerlegt. Macht ein gutes Spiel bisher, der Junge. Mischke. Schulz. Schaubach, der neue Mann. Ja, Fehlpass von Schulz. Wüthmann. Kubicke. Ja, schön gespielt von Lohntins auf Schlumberger, aber der lässt sich zu weit hinaustreiben. Ja, und holt nicht mal einen Eckball heraus. Hinter dem Tor der Borussen macht sich nunmehr Robert Jüttner warm. Robert Jüttner, der auch seit einer Woche spielberechtigt ist für Hertha BSC, der in der letzten Saison noch in der zweiten Bundesliga den Dress von Tennis Borussia trug, davor 3 Jahre lang bei Hertha BSC spielte. Um seinen Wechsel hatte es einiges Wirrwarr gegeben. Der gute Robert nämlich hatte sich im Unfrieden von Tennis Borussia getrennt, hatte die Freigabe für seinen alten Verein Brandenburg 03 beantragt. Brandenburg 03, ein Verein, der in der B-Klasse, in der sechsthöchsten Spielklasse in Berlin spielt. Die Borussen stimmten nach längerem Zögern zu. Nur als die Freigabe zur Reamateurisierung dann vorlag, entschied sich der gute Robert doch anders und landete bei Hertha BSC. Die Borussen versuchten zu protestieren, doch der DFB kannte kein Pardon. Die Reamateurisierung, so die DFB-Oberin in Frankfurt, gelte für den Spieler, nicht für einen Verein, so dass Robert Jüttner heute hier im Spiel gegen Tennis Borussia schon spielberechtigt ist. Geider. Çakal. Ja, Heiko Meier geht da auf Nummer sicher, so dass die Herthaner neu aufbauen können über Christian Nebel und Kubicke. Fistler.
Schlumberger. Ja, schade, schön in die Mitte gezogen, nur leider stand dort keiner, so dass die Borussen jetzt ihrerseits wieder in Ballbesitz sind. Mit Gerald Scheunemann. Macht ein gutes Spiel bisher, der lange als Antitechniker oft verschriene Scheunemann. Entwickelt auf der linken Seite viel Druck nach vorn. Eckball. Lüthmann, die Chance zum Konter vielleicht. Scheunemann auf Mietig. Ja, das muss natürlich Einwurf für die Hertha gehen. Schlumberger. Geider. Meier. Fistler. Ja, da bemüht sich der Zbigniew Krawczyk vergeblich. An diesen Ball konnte er beim besten Willen nicht mehr rankommen, sodass die Borussen jetzt wieder aufbauen können über Mischke. Scheunemann. Mario Mietig. Krawczyk. Geider, ja, das dauert alles zu lang. Das sind keine schnellen Konter, wie sie bei diesem Spielstand eigentlich möglich sein mussten. Bei dem Spiel, das vor allen Dingen Tennis Borussia aufzieht. Und Kubicki, kein Abseits. Ja, schöne Parade von Bernd Stieler. Harter, aber unplatzierter Schuss von Thorsten Gewitzke. Und Freistoß für die Borussen. Fistler. Kubicki. Schlumberger. Müsste doch jetzt mal auf die rechte Seite hinausspielen. Auf den Jörg Lüthmann, der da läuft. Ja, und dann dieser Pass. Ja, der Thorsten Schlumberger, der steht heute völlig neben seinen Schuhen. War ja auch lange verletzt, hatte ein Problem. Ohne Sattelwitz läuft nicht im Knöchel. Der Stumme Zahler, der Mann. Und Eckball für die Borussen. Bist du und Schlumi alle bei der Lacher. Ja, 60 Minuten nunmehr gespielt hier im Berliner Poststadion. Immer noch für Hertha BSC gegen Tennis Borussia mit 2:0. Durch die Treffer von Krawczyk und Lohentins. Aber die Borussen, das ist ganz deutlich zu erkennen, sie sind die bessere Elf hier bisher im Poststadion. Sie machen mehr Druck, nur im Abschluss, da fehlt es halt. Bester Beweis dafür, dieser unglaubliche Pfostenschuss von Jörg Rohntke, unmittelbar vor dem Pausenpfiff, also das leere Tor. Ganz toller Mann. Aus einem Meter Entfernung nicht treffen konnte. Der Ball ging natürlich nicht an dem Pfosten, sondern sogar noch vorbei. So, jetzt hat der Robert Jüttner da unten auf der Aschenbahn seinen Trainingspullover abgespreift, empfängt noch die letzten Instruktionen von Trainer Jürgen Sundermann und da wird der Wechsel angezeigt. Und Thorsten Schlumberger, ja, das war zu erwarten. Der Thorsten Schlumberger konnte zu keiner Phase dieses Spiels an seine sonstigen Leistungen heranreichen und wird nun durch Robert Jüttner ersetzt. Er hat etwas, der als etwas exzentrisch geltende brillante Techniker, der diesem Spiel vielleicht doch noch ein bisschen mehr Klasse verleihen könnte. Jetzt ist ein Schlüsselbund gefunden worden, wahrscheinlich auch der Kraftfahrzeug dran. Abzuholen am großen Polizeieinsatzfahrzeug, das hier unmittelbar vor dem Eingang der Genehmigung stationiert ist. Vielen Dank.
Ein Richter hat noch für den Besitzer des Kraftfahrzeugs Kennzeichen Berlin, Peter Heinrich, 5426. Vogler. Wiederhole CH 5426. Fahrzeugkind an der Straße. Bitte gehen Sie unmittelbar nach der Durchsage zu Ihren Wagen. Eckball durch Misic. Jedes Mal muss der schreien. Mietig. Misic. Und erneut Eckball. Die Ecke drauf. Oh, da sah der Klaus Funk überhaupt nicht gut aus. Bisher hat er einen sicheren Eindruck hinterlassen. Nur bei dieser Ecke von Celko Misic, da hat er doch ein bisschen Flattern erkennen lassen. Ja, ganz klare Abseitsposition von Peter Lohentins nach diesem Pass von Blüthmann. Ja, das sieht wirklich nicht gut aus, was die Hertha hier fabriziert. Sie führt 2:0. Sicherlich hatte eine gute Anfangsviertelstunde, machte eine Menge Druck in dieser Zeit. Nur danach flachte das Spiel extrem ab. Die Borussen kamen immer besser ins Spiel, sind die ganz klar spielbestimmende Mannschaft hier im Poststadion. Nur eben im Angriff, im Abschluss vielmehr, da läuft nicht viel zusammen. Ja, Einwurf für die Hertha, entscheidet der Linienrichter, Heiko Meier. Gowitzke. Roman Geider auf der rechten Seite. Christian Niebel. Fistler. Krawczyk. Ja, dem Polen ist eigentlich bis auf seinen Treffer zum 1:0, bis auf dieses Kopfballtor überhaupt nichts gelungen in dieser Partie hier. Verdribbelt sich ein und das andere. Man unterhält jetzt hier sogar von Schiedsrichter Bodo Kriegelstein die gelbe Karte für diese Unsportlichkeit, als er den Ball nicht freigab für den Freistoß der Borussen. Scheunemann. Macht ein gutes Spiel, der Lange. Funk. Ja, und hier ist der am Ball, der Robert Jüttner, der gerade eingewechselte. Meier. Witzke. Hat er schön in die Gasse auf Blüthmann gespielt. Auf der Linie kann Mustafa Kurt erklären, nachdem Blüthmann mit diesem Pass davongezogen war, aus Spitzenwinkel das Tor anvisiert hatte und im letzten Moment eben Kurt noch klären konnte. Eckball. Robert Jüttner. Bei von Lohentins, aber Bernd Stieler geht hoch. Sichere Beute. Dieser Ball für den TB-Torhüter, der sofort wieder lang abschlägt. Den Borussen rennt natürlich jetzt noch die Zeit davon. Es sind hier noch zu spielen 25 Minuten. Noch immer führt Hertha BSC 2:0. Und so langsam wäre es doch Zeit für einen Anschlusstreffer. Schorbach. Ja, da kann der Jürgen Schulz natürlich nicht rankommen. Robert Jüttner vor ihm am Ball. Spielt zurück zu Klaus Funk. Und die Hertha wieder am Angriff mit Norbert, mit Heiko Meier. Gowitzke. Geider. Wohnke. Frank Mischke. Ja, sauberes Tackling von Chakal gegen Andreas Vogler. So jedenfalls entscheidet Schiedsrichter Kriegelstein. Weist auf die Eckfahne. So wiederum Eckball für die Tennisborussen. Detlef Schorbach, der Mann mit der langen blonden Mähne, wird ausführen. Ja, Vogler liegt da jetzt immer noch verletzt am Boden. Hat sich wohl etwas wehgetan
bei dieser Aktion. Wir sehen, die Sanitäter laufen auf dem Platz. Hoffentlich ist dem da nichts passiert. Hier. Und es deutet sich da eine weitere Auswechslung an. Es steht da TB-Trainer Adolf Remy mit Matthias Rauls. Matthias Rauls, 21 Jahre alt, er kam vom SV Lurup aus Hamburg, aus der Oberliga Nord zu den Borussen. Hat bisher noch nicht zu den rechten Durchbruch geschafft, aber immerhin, Trainer Remy traut ihm wohl jetzt am ehesten zu, hier noch für einen kleinen Umschwung zu sorgen, wird ihn wohl gleich ins Spiel bringen. Eine Mannschaft steigt nicht ab oder nicht auf in der Vorstadt. Jetzt kann der Eckball ausgeführt werden, Schaubach. Meier klärt, Blüthmann, vielleicht jetzt mal ein Konter. Raum dazu ist doch vorhanden. Ja, da geht er alleine. Jüttner. Ja, und holt immerhin einen Eckball heraus. Ihm fehlt natürlich auch die Wettkampfpraxis, dem Robert Jüttner. Er hat sein letztes Spiel vor vielleicht einem halben Jahr gemacht. War ja im Unfrieden von den Tennisborussen von Trainer Eckhard Krozun geschieden, der ihn nicht mehr berücksichtigte, der ihn im B-Kader mit trainieren ließ. Da fühlte er sich natürlich zurückgesetzt und macht jetzt sein erstes Punktspiel, sein erstes Pflichtspiel nach ungefähr sechsmonatiger Pause. Zieht in die Mitte. Kurt klärt. Das gibt Freistoß für die Borussen. Will er dann endlich mal wechseln? Ja, und jetzt der Wechsel, der sich bereits andeutete. Matthias Rauls wird ins Spiel kommen und hinausgehen wird. Ja, es will anscheinend keiner. Ja doch, Jörg Rohnke, eben jener Mann, der vorhin das Grundstück fertig brachte, in der 45. Minute den Ball aus einem Meter am leeren Tor vorbeizusetzen. Er muss Platz machen, er, der Defensivspieler, der Außenverteidiger, macht dem Stürmer Matthias Rauls Platz mit der Nummer 13. Er läuft ja aufs Feld. Sie können es jetzt im Augenblick nicht sehen, da die Borussen einen erneuten Angriff starten. Mario Mietig. Und Heiko Meier klärt zum Eckball. Ja, Trainer Jürgen Sundermann, der harte Coach. Er kann sicherlich mit dem Ergebnis, aber mit dem Spiel seiner Mannschaft sicherlich nicht zufrieden sein. Und jetzt kommt gerade die Zuschauerzahl. 8.100 lagen wir mit unserer Schätzung von 8.000, also gar nicht so falsch. 8.140 Zuschauer, die geben natürlich eine schöne Kulisse für dieses Spiel, dass die Erwartung aber leider, das muss man in dieser Deutlichkeit einmal sagen, nicht halten konnte. Mieset, schön in die Mitte gegeben, aber da ist natürlich wieder die vielköpfige und vielbeinige harte Abwehr schneller als der Borussensturm. Geider. Lohentins. Jüttner. Ja, schön gespielt auf Lohentins. Nimmt den Ball mit dem Kopf mit. Ja, das war eine artistische Einlage. Verliert den Ball dann aber doch an Kurt, sodass die Borussen aufbauen können. Mit Schaubach. Mann, leichtfertig, was ihr da macht. Funk. Ja. Wir können vielleicht einmal etwas über den Tellerrand dieses Spiels hinausschauen. Selbst wenn die Hertaner dieses Spiel gewinnen würden heute, und es sieht ja ganz danach aus, so würden sie nicht die Tabellenführung in der Oberliga Berlin übernehmen. Es führt ja im Augenblick noch Tennis Borussia mit 13:1 Punkten. Und zweiter ist Tasmania 73 mit 13:3 Zählern. Die Neuköllner haben ein Spiel mehr bestritten als die Hertaner, die ja durch das DFB-Pokalspiel gegen Bayern München einmal aussetzen mussten. Und die Tasmanen, sie haben heute Vormittag mit 2:0 beim Spandauer BC gewonnen, kommen also jetzt auf 14:2 Punkte. Die Hertaner, auf 15:3 Punkte. Die Hertaner, sie können im Falle eines Sieges bei 12:2 Punkten zurzeit nur noch auf 14:2 Zähler kommen, können also nur auf den zweiten Tabellenplatz vorstoßen, aber wie gesagt mit einem Spielrückstand.
Ja, und das ist eine schöne Entfernung jetzt für die Borussen. Das sind vielleicht 20 Meter Torentfernung nach diesem Foulspiel. Und wer legt sich, Frank Mischke legt sich den Ball zurecht. Er hatte ja schon ein paar Mal Gelegenheit, aus dieser Entfernung seinen Schuss geschickt anzubringen. Bisher ist noch nicht viel dabei herausgekommen. Vielleicht jetzt. Schiedsrichter Kriegelstein zählt. Ja, der Ball kam da durch die Mauer, aber natürlich genau in die Mitte zu Klaus Funk und der hat damit keine Schwierigkeiten, kann lang abstoßen. Ja, aber da ist der harte Angriff schon wieder am Ende. Ja, das. Die Zuschauer pfeifen, sie wollen da ein Foulspiel von Mustafa Kurt gesehen haben, von dem jungen Borussen. Schiedsrichter Kriegelstein winkt ab, die Borussen damit weiterhin im Angriff mit Kurt, immer noch im Ballbesitz, setzt sich da schön durch auf der linken Seite, kommt aber nicht zur Flanke. Ja, und nach dieser Rangelei zwischen Niebel und Kurt entscheidet Schiedsrichter Kriegelstein nunmehr auf Freistoß für Hertha BSC. Und es gibt wieder eine Unterbrechung. Der Jörg Blüthmann scheint sich da doch ein bisschen wehgetan zu haben bei dieser Aktion, bei diesem Zweikampf, bei diesem Zusammenprall mit Mustafa Kurt. Liegt da an der Außenlinie, kniet dort und soll jetzt behandelt werden. Oh, das ist allerdings eine unschöne Aktion. Frank Mischke, ansonsten ein sehr besonderer Spieler eigentlich, stürzt sich da auf den Jörg Blüthmann, will ihn zum Weitermachen bewegen, will vermutlich nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Schließlich liegen die Borussen ja noch mit 0-2 im Rückstand und bekommt für diese Aktion dann die gelbe Karte wegen Unsportlichkeit gezeigt. Nichtsdestotrotz könnte das Spiel dann jetzt doch weiterlaufen. Blüthmann wird jenseits der Außenlinie behandelt und ja, das Spiel geht weiter. Ja. Und so schlimm scheint es mit dem Blüthmanner doch nicht gewesen zu sein. Humpelnd bewegte sich aufs Spielfeld und ist schon wieder dabei. Matthias Rauls, der neue Mann. Schön gespielt auf Brand. Ja, und da stehen sie jetzt zu. Ja, da standen zwei Borussen. Und zwar Schorbach und Vogler in der Mitte. Er hätte jetzt vielleicht der gute Helge Brandt den Ball in die Mitte schlagen sollen. Da wäre sicherlich mehr bei rausgekommen als dieser Freistoß, der harte Abwehr jetzt wieder Gelegenheit gibt, sich hinten in der Abwehr zu formieren. Und hatte sich Rauls ein bisschen zu heftig eingesetzt, so dass es Freistoß vor dem Hertha-Tor für Klaus Funk gibt. Ja, das, was Hertha BSC hier in der zweiten Halbzeit bisher geboten hat, das ist schlichtweg gesagt eine Enttäuschung. Da hatten sich die 8140 zahlenden Zuschauer, die hier heute Nachmittag, an diesem sonnigen Nachmittag, von der Sonne sieht man jetzt nicht mehr viel, die hier ins Poststadion gekommen sind, sie hatten sich sicherlich ein wenig mehr erhofft von ihrer Mannschaft. Ja, auch mit dieser Entscheidung sind die Zuschauer nicht einverstanden. Nichtsdestotrotz Freistoß für die Borussen. Jürgen Schulz zieht in die Mitte, doch da passiert wiederum nichts. Kraftschick auf Lohentins. Blüthmann zieht da vorbei an Kurt. Und macht selbst, nein, da waren doch in der Mitte Kraftschick und Lohentins mitgelaufen. Oder Peter Lohentins ärgert sich da zurecht. Da hätte natürlich der Rückpass auf ihn oder auf den Spinjev Kraftschick kommen müssen. Sei es drum, Jörg Blüthmann wollte es eben selbst versuchen, droscht den Ball in die Wolken. Eine gute Konterchance somit vertan. Ja, 75 Minuten sind nunmehr gespielt. Immer noch führen die Hartaner 2-0. Die Torschützen in der 13. Minute Spinjev Kraftschick, in der 43. Minute dann Peter Lohentins. Und dieser Spielstand, ja, hier gibt eigentlich das, was hier auf dem Rasen passiert, überhaupt nicht wieder. Die Borussen in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall die klar überlegene Mannschaft. Wie gesagt, was hier Hertha BSC in der zweiten Halbzeit bietet, das ist eine Enttäuschung. Rauls. Und Kubicka müsste doch abgefangen, Misic am Ball, schön, nein, technischer Fehler von Rolls, er wollte Misic den Ball in den Lauf schieben. Das ging schief, somit wiederum Abstoß vom Hertha-Tor, Abstoß durch Klaus Funk. Misic.
wieder mal einfach und direkt, Mann. Hüttner erobert sich da den Ball. Ja, schön gespielt auf Zbigniew Krawczyk, aber der hat dann wieder technische Schwierigkeiten beim Annehmen des Balls. Ja, solche Stockfehler, die sollten einer Mannschaft, die den Anspruch erhebt, in die zweite Bundesliga aufsteigen zu wollen, die den Anspruch erhebt, hier in der Oberliga Berlin durchzumarschieren. Solche Fehler sollten so einer Mannschaft eigentlich nicht passieren. Und wieder die Borussen. Scheunemann. Zieht ab. Ja, das war auch ein guter Meter, der da fehlte. Ja, und der Klaus Funk hat es natürlich nicht eilig, jetzt den Ball zu bekommen. Schließlich führt seine Mannschaft jetzt, da noch 13 Minuten zu spielen sind hier im Poststadion, mit 2:0. Und diesen Vorsprung, diesen wichtigen Vorsprung, den möchten die Hertaner gegen den Erzrivalen Tennis Borussia natürlich durchbringen. Fissler. Ja, die Zuschauer, Sie sehen es hier, sie wandern ab. Für Sie, zumindest für einen Teil von Ihnen, ist dieses Spiel gelaufen. Kann der Hertha nichts mehr passieren, so meinen sie jedenfalls. Aber es sind immerhin noch 13 Minuten hier zu spielen. Nein, nunmehr nur noch 12. Aber so harmlos, wie sich der Angriff der Tennisborussen bisher präsentiert hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass Hertha DSC dieses Spiel auch nach Hause schaukeln wird. Nichtsdestotrotz, die Borussen jetzt wieder im Angriff durch Scheunemann hinaus auf Mirsic. Ja, da muss er... Lohntins. Ja, schön in den Lauf gespielt von Krawczyk. Ja, und dieser Pass von Heiko Meier, der war sicherlich auch nicht das Gelbe von Ei. Ganz rechts außen war Jörg Lüthmann mitgelaufen, hatte eigentlich mit einem Spiel in den freien Raum gerechnet. So aber die Borussen wieder im Angriff. Mit Mario Mietig. Elbe, mach mal was! Lüthner. Geider. Ja, das gibt Freistoß für die Borussen. Zbigniew Krawczyk hatte da gegen Gerald Scheunemann geschoben. Das ist Schiedsrichterkriegelstand nicht entgangen. Die Borussen somit im Angriff mit Frank Mischke, der sicherlich keine schlechte Partie als Libero liefert, obwohl im Abwehrzentrum natürlich kaum mehr anzutreffen. Kein Wunder bei diesem Spielstand bei 2:0 für Hertha BSC, jetzt 10 Minuten vor dem Abpfiff. Robert Jüttner, er hat doch nach seiner Einwechslung ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel gebracht, hat ein bisschen Ordnung in die Aktion der Hertha gebracht. Da ist er wieder am Ball. Matthias, was ist denn das? Ja, Rauls, in den Rücken gespielt von Mario Mietig. Gubitzke. Büthmann jetzt auf dem Flügel, da könnte er vielleicht einmal seine Schnelligkeit ausspielen. Nein, stattdessen dieser Fehlpass in die Füße von Frank Mischke hinein, der wiederum einen TB-Angriff aufbauen kann, über Mises jetzt. In die Gasse zu Brand. Oh, das sieht vielversprechend auseinander, springt ihm der Ball gegen das Schienenbein. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt. Der Platz hier sehr uneben, bedingt durch sehr viele Maulwurflöcher, die hier einfach nicht zu beseitigen sind. Und da kommen solche Stockfehler natürlich schon mal vor. Scheunemann, ja. Ja, dieser Stockfehler von Gerald Scheunemann, der ist sicherlich nicht auf den unebenen Rasen zu schieben. Thank you.
Chaka. In jedem Spiel, in jedem Match werden der Gerber eklatante Fälle. Misic. Unter der Schaubach. Helfen! Bring ihn doch mal, Mann! Wieder Detlef Schaubach. Lang auf, hellgebrannt. Ja, aber im Luftkampf, da ist der Christian Niebel, der Mann mit der Nummer 4 im Hertha-Trikot, natürlich eine Bank. Und wiederum die Möglichkeit zum Konter. Blüthmann, Gowitzke. Ja, Kommentar eigentlich überflüssig. Scheunemann. Schaubach. Ja, schöner Körpereinsatz von Robert Jüttner. Nicht unfair, so jedenfalls Schiedsrichter Kriegelstein. Ja, Abseitsposition von Torsten Gowitzke. Ja, der Linienrichter hatte die Fahne sofort oben. Er steht auf Ballhöhe. Und es kommen auch keine Proteste aus den Reihen der Herthaner. Ja, die zweite Halbzeit, das kann man jetzt da in der zweiten Halbzeit in diesem Spiel, also noch 7 Minuten zu spielen sind, das kann man getrost sagen. Tennis Borussia drückend überlegen. Ein einziger Sturmlauf auf das Hertha-Tor, nur zwingende Torschance. Nie hat es auch im zweiten Abschnitt nicht gegeben. Die hatten die Borussen in der ersten Halbzeit. Dieser Direktschuss von Jürgen Schulz von der 16-Meter-Linie an die Unterlatte, fast ein Wembley-Tor. Und dann natürlich, ich erwähne es zum 5. oder 6. Mal, aber sowas habe ich eben auch noch nicht gesehen. Diese Unfähigkeit von Jörg Röntge, dieser Lapsus aus 1 Meter, das leere Tor nicht zu treffen, das waren die größten Chancen für die Borussen. Da hätte man Treffer erzielen können, da hätte man den Ausgleich vielleicht sogar machen können. So aber in der zweiten Halbzeit zwar energisches Anrennen der Lila-Weißen, der Veilchen aus Charlottenburg, nur belohnt worden ist dies nicht. Ja, Adolf Remy, der TB-Trainer, was mag er denken in diesem Augenblick? 0:2 liegt seine Mannschaft, die bisher hier mit 13:1 Punkten in Führung lag in der Oberliga Berlin, zurück. 13:3 werden es wohl nach diesem Spiel sein, denn 5 Minuten hier vor dem Abpfiff kann wohl davon ausgegangen werden, in 6 Minuten sind es noch, dass die Hertha das Spiel hier nach Hause fahren wird. Skowitzke. Ja, da hat er sich immer schön durchgesetzt, der Torsten Gowitzke, der ehemalige DFB-Jugendauswahlspieler. Hat Mario Mietig da stehen lassen, aus der Drehung abgezogen. Doch Bernd Stieler war rechtzeitig im Eck, Sie haben es gesehen. Scheunemann. Misic steht da rechts. Ja, in die Gasse auf Helgebrand. Im Zweikampf mit Kraftschick. Ja, setzt sich da durch. Ja, aber auch diese Flanke hinter das Tor. Ja, der Helgebrand, er ist sehr emsig bemüht. Er reißt viele Löcher da vorne im Angriff. Nur was die Torgefährlichkeit anbelangt, da hat auch er einigen Nachholbedarf. Todsichere Chancen boten sich ihm eigentlich heute auch nicht. Gowitzke. Ja, schöner Doppelpass von Gowitzke und Lohentin. Gowitzke jetzt wieder am Ball, zieht den Ball zurück. Ja, und da hat Jörg Blüthmann keine Mühe zu vollenden. Das ist hier 5 Minuten vor dem Abpfiff. Nein, 4 Minuten sind es jetzt noch. Natürlich die Entscheidung.
das 3:0 für Hertha BSC nach diesem schönen Doppelpass zwischen Thorsten Gowitzke und Peter Lohentins. Gowitzke tankte sich dann an der Außenlinie durch, schob den Ball zurück und Blüthmann hat dann keine Mühe zu vollenden. 3:0, ein Spielstand, der dem Geschehen hier im Poststadion eigentlich überhaupt nicht wiedergeben kann. Die Borussen drückend überlegend in der zweiten Halbzeit. Was soll's, 3:0 für Hertha BSC, wird dieses Spiel hier nach Hause fahren. Und Tennis Borussia somit die erste Niederlage in der laufenden Oberliga-Saison beibringen. Da jetzt noch eine Auswechslung, es kommt ins Spiel André Philipp mit der Nummer 14, ein kleiner quirliger Stürmer für Libero Heiko Meier. Aber das ist eigentlich nur noch für die Statistik wichtig. Das Spiel hier ist gelaufen. So kurz vor dem Abpfiff, das 3:0. Hier wird nichts mehr anbrennen. Davon kann mit Sicherheit ausgenommen werden. Misic. Ja, und das war sie eigentlich, die einzige große Chance bisher in der zweiten Halbzeit für die Borussen. Dieser schöne Schlenzer von Detlef Schorbach, dem Mann, der einen gewechselt wurde, und diese schöne Reaktion von Klaus Funk. Aber ob nun 3:0 oder 3:1, das ist wahrlich egal hier. Und wiederum Funk. Ja, das waren doch jetzt innerhalb von 20 Sekunden zwei gute Chancen für die Borussen. Die Chancen, die sie in der gesamten zweiten Halbzeit vergeblich suchten. Nun, jetzt da das Spiel gelaufen ist, bieten sich diese Torchancen, werden aber wiederum vergeben. Das spricht eigentlich Bände. Die Borussen sicherlich die überlegene Mannschaft hier heute Nachmittag im Poststadion. Nur im Angriff, da lief halt herzlich wenig zusammen. Da wurden kaum Torchancen herausgespielt. Somit hat hier sicherlich nicht die bessere, sondern die cleverere Mannschaft gewonnen. Die Mannschaft, die ihre Torchancen zu nutzen wusste. Fünf Einschussmöglichkeiten, vielleicht boten sich den Herthanern, daraus machten sie drei Tore. Ja, und was die Borussen eben aus Torchancen machen, das haben sie hier selbst gesehen. Dieser Schuss von Kurt, aussichtsreiche Position, vielleicht 17 Meter. Klar am Tor vorbei, der Klaus Funk lässt sich jetzt Zeit, holt sich das Leder, legt es sich zum Abstoß zurecht. Anderthalb Minuten sind noch zu spielen im Poststadion. Die Zuschauer, sie beginnen abzuwandern, das Spiel ist natürlich gelaufen. Aber ja, da kann sich der Klaus Funk auch schon mal solche Lässigkeiten erlauben. Dieser Abstoß auf den Kopf von Matthias Rauls. Wen interessiert das jetzt noch bei einer 3:0-Führung? Bei einer 3:0-Führung von Hertha BSC gegen den vermeintlich schärfsten Rivalen im Kampf um den Berliner Meistertitel gegen Tennis Borussia. Lüthmann, der Torschütze des dritten Treffers. Und Philipp, der gerade eingewechselte Mann, fast hätte er hier mit der Grätsche einen vierten Treffer noch erzielt. Das wäre des Guten, aber sicherlich ein bisschen sehr viel gewesen. Lohentins scheiterte auch noch einmal. Ja, die Borussen, sie sind konsterniert. Ja, und so werden die letzten Sekunden jetzt vorübergehen. Eine halbe Minute ist nach meiner Uhr noch zu spielen. Matthias Rauls noch einmal für die Borussen im Angriff gegen Roman Geider. Setzt sich durch. Schiebt auf Jürgen Schulz. Wiederum Rauls. Ja, Vorteil lässt der Schiedsrichter gelten nach diesem Handspiel von Chaka. Die offizielle Spielzeit ist jetzt abgelaufen, 90 Minuten hier zu Ende. Was jetzt an Zeit kommt, das ist Nachspielzeit. Schiedsrichter Kriegelstein, er guckt schon auf die Uhr, er wird sich mit Sicherheit sofort abpfeifen in einigen Sekunden. Dann wird dieses Spiel zu Ende sein. Es wird aller Voraussicht nach 3:0 für Hertha BSC ausgehen, 3:0 für den erklärten Meisterschaftsfavoriten, der diesen Sieg hier sicherlich als einen Meilenstein ansehen kann auf dem Weg zum Berliner Meistertitel. Lohentins.
Minute jetzt schon über die Zeit gespielt. Ja, und da kommt der Abpfiff von Schiedsrichter Fiegelstein. 3:0 gewinnt Hertha BSC gegen Tennis Borussia. Das war's aus dem Poststadion.